Lammenschein, ich bin 38 Jahre alt. Ja. Und bin jetzt Trainer seit 3,5 Jahren beim Sportverein Eisbach, meinem Heimatverein. Wir spielen in der Oberliga, das ist die 5. Liga. Wir sind letztes Jahr in der 6. Liga Meister geworden, sind dann aufgestiegen, konnten dieses Jahr die Klasse halten. Ja, und habe durch meine Tätigkeit auch durchaus schon öfter mal japanische Gruppen trainieren können, also Schulen und auch Teams, die hier nach Deutschland kamen. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch damals schon mit Japanern zusammengespielt. Ist jetzt für mich keine Unbekannte. Dann ist es ganz wichtig, wenn die Japaner nach Deutschland kommen, dass sie einfach ein langes Durchhaltevermögen haben, dass sie sich aufdrängen, dass sie sich öffnen, dass sie teilnehmen wollen hier an der Fußballkultur. Man kann sagen, dass gerade die deutschen Teams, wo die Japaner hier spielen, eigentlich immer relativ offen sind und sich auch freuen, wenn Gäste aus Fernost hier mit am Start sind. Und deswegen ist es einfach wichtig für Japaner, dass sie, selbst wenn sie noch nicht gut Deutsch sprechen können oder sich noch nicht ausdrücken können, mutig sind, versuchen zu erzählen, den Kontakt suchen, um dann auch auf dem Platz für sich Sicherheit zu gewinnen. Denn ich glaube auch, dass Fußball sehr, sehr viel im Kopf entschieden wird. Und wenn ich mich nicht richtig wohlfühle, dann kann ich nicht meine Top-Leistung bringen. Deswegen ist das alles immer ein Zusammenspiel. Ich denke, wir Deutschen können von den Japanern noch was lernen. Allerdings ist es auch so, wir wollen hier ein bisschen selbstbewusst mutige Spieler, die auch nicht nach Schema F normal funktionieren. Was allerdings auffällt, ist, dass wir gerade in der Körperlichkeit als Deutsche den Japanern überlegen sind, gerade in den Zweikämpfen. Japaner machen das oft auch mit der Aggressivität oder mit der nötigen Aggressivität wett. Das habe ich auch erleben können, als ich japanische Teams trainieren konnte und sie auch bei Spielen gegen Bundesliga-Nachwuchsteams beobachten konnte. Also man kann sagen, technische Ausbildung ist top in Japan. Sicherlich kann man an der taktischen Ausbildung noch ein bisschen arbeiten, gerade wenn sie nach Deutschland kommt, denn man muss sagen, dass in jedem Land ein anderer Fußball gespielt wird. Ja, und in Deutschland ist er ein bisschen körperbetonter, das heißt, wir brauchen hier ein bisschen mehr Stabilität bei den japanischen Spielern. Das, was sie uns vielleicht im technischen Bereich ein bisschen voraus haben, das haben die Deutschen in der Körperlichkeit voraus und da kann man sicherlich dran arbeiten. Ich rede nicht von der Koordination, das machen Japaner sehr, sehr gut. Das sehe ich auch immer wieder in Trainingseinheiten, die ich mit Japanern habe. Aber Stabilität, ich denke, da sollten sie noch zulegen und die nötige Flexibilität in der Taktik. Weil das merkt man auch manchmal, wenn Spieler neu nach Deutschland kommen, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie sich auf dem Platz verhalten sollen. Und ich denke, da sollten Japaner auch noch dran arbeiten, dass sie ein bisschen offener für neue taktische Variablen sind. Ja, die Vorbereitung ist natürlich enorm wichtig. Man darf nicht vergessen, dass man in einen neuen Kulturkreis kommt, dass man nicht mehr von den Eltern behütet wird. Deswegen sollte man versuchen, sich bestmöglich vorzubereiten. Das heißt natürlich, am besten schon mal mit der deutschen Sprache vertraut machen, denn Fußball wird ganz, ganz viel im Kopf entschieden, über Kommandos. Da hilft es nicht nur, wenn man einen guten rechten oder linken Fuß hat. Das ist ein Mannschaftssport, deswegen ist eigentlich Kommunikation steht über allem. Man sollte dann auch offen sein, sich ein bisschen über das Land informieren und wie bereits eben erwähnt, einfach an seiner körperlichen Konstitution, einfach an seiner Körperlichkeit noch ein bisschen arbeiten, um sich dann bestmöglich auf Deutschland vorzubereiten. Ich denke, es schadet auch nicht, wenn man sich mal deutsche Fußballspieler anguckt, um einfach einen Eindruck davon zu bekommen, was einen hier erwartet. Egal, ob wir jetzt über Bundesliga-Niveau sprechen oder aber auch 2., 3., 4., 5., 6. oder auch 7. Liga sprechen. Ich hatte das eben schon erwähnt. Ich denke, der Fußball unterscheidet sich in jedem Land von dem anderen. Deswegen wäre es wichtig, wenn man einfach schon mal einen Eindruck davon bekommt. Ja, also Integration ist das Allerwichtigste. Da gibt es auch unterschiedliche Typen, dass sie versuchen, offen zu sein. Nicht jeder Mensch ist gleich, das ist auch völlig normal. Allerdings sollte man nicht nach Deutschland kommen und sich erhoffen, dass jeder auf ihn zukommt und sich um ihn kümmert, sondern man sollte mit erhobenem Haupt hier in Deutschland ankommen. Man sollte wissen, was man kann und man sollte auch versuchen, freundlich und offen auf die Menschen zuzugehen. Das öffnet manchmal die Tür, wenn ich einen falschen deutschen Satz sage und mein Gegenüber kann mir helfen, dann kommt man leicht ins Gespräch.
Und das hilft einfach bei der Integration enorm. Also eigentlich sind wir Deutschen und ihr Japaner uns relativ ähnlich. Ich denke, beide Nationen kommen viel über Disziplin und Mentalität. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir in Deutschland gerade in den letzten 10, 15 Jahren in der Ausbildung einiges anders gemacht haben. Also der Wert wird nicht mehr nur auf Disziplin gelegt. Ich konnte mir ja, wie gesagt, verschiedene Leistungsvergleiche von japanischen und deutschen Mannschaften anschauen. Da sieht man immer wieder, dass die Japaner sehr, sehr gut im Kollektiv sind, dass sie sehr gut funktionieren. Da kann man so ein bisschen auch von Schwarmverhalten sprechen. Aber vielleicht fehlt da auch so ein bisschen der Mut, auch ja, 1-gegen-1-Geschichten zu suchen, den Abschluss zu suchen, selbst Verantwortung zu übernehmen, sondern man weiß ja, man ist Teil des Teams. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, wo die Japaner an sich arbeiten müssen, denn wir Deutschen haben das auch erst später gelernt. Wir müssen wieder uns trauen, auch Individualisten auszubilden im Fußball. Es geht nicht nur über Passen, weil mittlerweile sind die Defensiven sowohl in Japan als auch in Deutschland so gut koordiniert und eingespielt, dass es immer schwerer wird, mit einem normalen Passspieler durchzukommen. Also, ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen, ja, ein bisschen aus diesem Rahmen rauskommt. Ich glaube, die Ausbildung in Japan ist gut mit vielen Wiederholungen. Allerdings ist der große Unterschied jetzt, dass man in Deutschland dahin gekommen ist, dass man versucht, dem Spieler mehr Freiheiten im Training auch zu geben, sodass er in der Lage ist, im Spiel die nötigen Entscheidungen zu treffen. Weil Fußball ist ein Entscheidungssport. Jede Aktion hängt von der Entscheidung vorher ab und da brauchen wir einfach schnelle Leute im Kopf. Und es gibt halt nicht dieses Schema F, was Trainer so gerne trainieren. Also das trainieren wir, das passiert im Spiel, das gibt's nicht. Im Training trainieren wir das, aber im Spiel kann es anders vorkommen. Deswegen brauchen wir Spieler, die einfach den Transfer vom Training ins Spiel bekommen. Deswegen machen wir viele Spielformen mit Rondo-Spielformen, die wir aus dem Spanischen übernommen haben, dass die Spieler viele Entscheidungen, in kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen. Und so trainiere ich auch wenn ich nicht im Profibereich bin, aber so trainieren wir auch in der 5. Liga, so trainieren wir in unserem Jugendkonzept. Wir wollen selbstständige oder mündige Spieler ausbilden.